Ja, hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer neuen Folge zu Fire Emblem Engage. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja moin Leute, ne, und herzlich willkommen zurück zu Fire Emblem Engage. Ja, beim letzten Mal sind wir hier zu der Nebenquest hier gekommen, haben uns schon mal darauf vorbereitet. Und ich werde höchstwahrscheinlich gleich als allererstes direkt einen Teleport-Angriff nach hier drüben machen, weil ich habe mir die Map hier gerade noch mal so ein, zwei Minuten vor der Aufnahme angeguckt. Ist halt ein neuer Aufnahmetag und ich sehe keine andere Möglichkeit, das Haus zu retten als den Teleport. So eine kleine Info, was die Folgen übrigens ab sofort angeht. Ich habe ab sofort vor, die Charaktere rauszuschneiden, die nichts tun. Also wenn jetzt beispielsweise nur der sich nach da bewegen würde, das würde ich rausschneiden. Einfach nur, damit die Videos ein bisschen kürzer sind. Weil ich habe bei dem letzten Schlachtenvideo ja gemerkt, dass das Video ultra lang wurde. Ich denke mal, hätte ich da so diese Cut-Methode schon genutzt. Also dieses Cut-Verhältnis, dass ich die nichts tun, rausschneide. Dass das Video mindestens 5 bis 10 Minuten kürzer geworden wäre. Habe ich das Gefühl. Deswegen will ich das hier nochmal sagen, dass ich das jetzt ab sofort so machen will. So, die Charaktere haben wir zum Glück schon letztes Mal drauf eingestellt. Embleme haben wir ja schon verteilt. Ach, die Ringe des Bandits, die kann man auch vergeben. Warte mal, dann können wir ja noch zwei Ringe vergeben. Du bist ein Magier, ne? Dann haben wir da noch einen Ring. Hier geben wir Minervas Ring. Und dann gebe ich sicherheitshalber Framme noch einen Ring. Und zwar von ihr. Wir haben, glaube ich, noch einen übrig. Nämlich den von Katharina. So, jetzt hat jeder einen Ring. Ich wusste nicht, dass man die auch vergeben kann. There are so many wounded, we couldn't get to the clinic. Is it up to me to treat them all? Ja. Father, I'm here to help. If we split up, we can treat everyone. Das wird nicht gut ausgehen. I thought I told you to run and hide. I can't stay hidden away when there are so many who need my help. After all, Father, am I not your son? You taught me that a doctor does whatever is needed. My lessons have sunk in, I see. Very well then. Come and give me a hand. Okay. Okay, redet der jetzt nur mit bestimmten Menschen? So, ich habe ja gesagt, als allererstes Power blooms in me. Bündnis. Emblem engage. Und Instant Teleport erstmal. Um zu verhindern, dass sie das Haus kaputt machen. Ich habe ja gesagt, dass ich das als allererstes mache. So, jetzt kommen die wenigstens nicht mehr so wirklich ans Haus ran. Die müssen ja da rein, um es kaputt zu machen. What a lovely scene. Okay, nur die mit dem, also diese Emblemringe, die haben ein Bündnis. Also die sind so gesehen nur ein Booster. Aber hey, zumindest haben die irgendwas. Okay. So, du kannst ruhig da reingehen. Don't know how much use you'll get out of this, but ein Trank der Verteidigung. I can fight. So, da stelle ich mich gerne in den Weg. Aber ich habe die neuen Waffen noch gar nicht verteilt, ne? Es hieß ja, ich kann auf den Vorrat zugreifen. Aber natürlich kein Recht auf dieses eine Schwert. Das war dumm von mir. Muss ich beim nächsten Mal machen. For the Divine Dragon. So, du hast keine Axt, mit der ich angreifen kann. We'll win this battle. Das sieht man am Crit aus.
Das war auch ein Crit. Ein Schaden. Daneben. In dein Gesicht. Okay, das Haus ist beschützt. Ihr habt nur leider das falsche Buch ausgerüstet. Ich habe einen Vorteil dir gegenüber, das wird nicht funktionieren. So, jetzt kämpfen die Verbündeten. Oh, die machen doch nichts. So, zuallererst den aus, If I can, I shall. Ich sollte gucken, dass ich hier zuerst die Leute beschützt bekomme. For the Divine Dragon. Du kommst so oder so nicht zu dem Haus, ne? Ich mach das so. Stell mich hier hin. Seraphim, auf dich. Jetzt habe ich auch das richtige Buch ausgerüstet. Er kommt nicht zum Haus. Gut. Du wirf ihm deine Lanze. Nee, warte. Wir können sogar rein pieksen. Ich habe doch Ritter tot. Das nennt man Vernichtung. So, dich vernichten wir auch direkt. Dream well. Level up. Oh, auch noch hier ein Level up. Ah, sehr praktisch. So, kriege ich dich auch so kaputt? Ja. Und tschüss. Ja, ich habe mehr Power als du. It's tea time. Oh, auch noch ein Crit. Um Gottes Willen. Allow your soul the rest it deserves. Okay, das Haus ist gerettet, würde ich sagen. In dieser Runde wird ja nur hier was passieren. Thank you for checking in on me. There's not much I can do with it at any. Ein Energietropfen. Was ist denn Energietropfen? Ölstärke dauert um 2. Oh, das gebe ich meinem Hauptcharakter. Emblem, engage. So, da mache ich jetzt einen Angriff. Und zwar den Rittertod. Gods, please protect us. So, und da stelle ich mich dann auch direkt in den Weg, dass die nicht drankommen können. Kann ich jetzt einfach mit irgendwem sagen, ich will hier reden? Nee, ich glaube, dann muss ich mit dem Hauptcharakter hin. Also brauche ich noch mal eine Runde. Ah, das hat wehgetan. Aber zum Glück gibt es da keinen Schaden. So, ich komme wahrscheinlich immer noch nicht hin, ne? Nee. Kann erst nächste Runde da reden. So, euch bereite ich einfach mal. Jetzt habe ich wenigstens beide. Ich habe direkt beide umgebracht. Perfekt.
Es leben nur noch die zwei, ne? So, mit dir kann ich jetzt endlich quatschen. It's not safe here. You should be running. I can't. I'm the local doctor's son. I won't leave until I've helped the injured. Ich denke mal, der Arzt wird hier bleiben. You've got a lot of heart for your kid your age. All right. Let's join forces and save those villagers. I really appreciate the help. My name's John. So, hat sich der Truppe angeschlossen. Let's hear it. Welchen Stab hast du denn dabei? Oh, du bist, glaube ich, schlechter als mein eigentlicher Healer. So, dich recken wir einfach. Und stellen uns so hin, dass der Bogenschütze uns angreift. Der wird uns eh keinen Schaden drücken. I shall dispose. There is nothing to fear. Ich will ja, dass der Bogenschütze ihn angreift. Der würde ihm eh keinen Schaden machen. Ja, das ist der Boss. Ja, den kannst du ruhig angreifen. Okay, mit dem Papa von ihm kann ich nicht reden. Ja, dann würde ich mal sagen, in dein Gesicht, ne? Ich weiß, es wäre schlauer gewesen, den Langspeer auszurüsten. Muss nur aufpassen, dass der nicht vorbeikommen kann. Der wird ihn nicht angreifen wegen dem Wurfball. Der ist dumm. Also selbst für eine CPU ist der dämlich. Wenn einfach hier die Gerätschaften um und schlagen ihn auch noch durch den Zaun. Okay, da muss ich nochmal hin. Unbelievable! All the monsters are gone. We're saved! And it's thanks to the lot of you. Gern geschehen. I'm glad no one got hurt. I was a little worried there. You can't know what this means to us. We decided to give you this to show our thanks. Oh, das wäre doch nicht nötig gewesen. Ja, er hat die meiste Arbeit gemacht. Come now, John. Give the nice people a proper thank you. Oh, right. Thank you for saving our village. No problemo. We saved it together. You did well today, John. Oh, I introduced myself to you, but I never asked your name, did I? Well, there was a lot going on. I'm the Divine Dragon. The Divine Dragon? From the land of Lethos? Oh, please forgive my rudeness. Don't mention it. Das juckt mich nicht. Like I said, there was a lot going on at the time. What brings such a splendid personage to our humble village? I've been on a journey to defeat the Fel Dragon and bring peace to the world. The whole world? Wow. If it's all right with you, Divine One, can I come along and help? Sean, what's gotten into you? My dream has always been to become a doctor so I can save people, and that hasn't changed. But with monsters running rampant, I might die before I can do that. Look what just happened. At the Divine Dragon's side, I think I can learn to fight and to heal people at the same time. Ja, that's eventuell. Well for you. But what about the Divine Dragon? You'd just be a burden. Oh, I wouldn't say that. Not if what he did during that battle is anything to go by. If hat nichts getan. Come, I don't mind. Though I understand why you'd be worried. Well, if he has your permission, then I can only ask that you take good care of my boy. What? You're actually allowing him to go? Father, I told you, you don't need to worry about me.
It's not like I'm never coming home. In fact, when I do return, I'll be a first-rate doctor. You'll see. How quickly they grow up. Of course, Sean. Be a good boy, a hard worker, and an attentive student. And come home safe. I will. Thank you, both of you. I can't wait to start working alongside the Divine Dragon. The feeling is mutual, Jean. I have a hunch that I'll be leaning on you a lot in the days to come. Um Gottes Willen, hier wollen noch mal viele mit mir reden. Ja, dann machen wir das eben. Thank you. Ja, du möchtest mit mir reden. May I ask? Ja, ich werde gut auf ihn aufpassen, keine Sorge. Ja, das ist schwer für Eltern, ich weiß. Ihr wollt eure Kinder nicht ziehen lassen. Um Gottes Willen, ist hier viel zum Einsammeln. Ja, hier würde ich es mir auch mit einem Buch gern gemütlich machen. Und ich muss hier ultra viel noch einsammeln. Ja, das wäre ein guter Trainingsplatz hier vorne, das stimmt. Der Meinung schließe ich mich auf jeden Fall an. Was sind denn diese braunen Punkte auf der Karte? Ach, das sind Tiere. Das Schaf ist aufgenommen. Mäh. Wir verstehen uns schon. Welche Tiere haben wir denn noch hier einzusammeln? Hallo, Frau Prinzessin. Oh, wow. Ja, das klingt nach einer schönen Idee. Die würden sich zumindest freuen, habe ich das Gefühl. Oh my. Warum klang das so erotisch? A word, please. Ja, du hast diesmal richtig gute Leistung gebracht. Du warst einfach MVP in der Schlacht. Oh, eine Katze, dich nehmen wir mit. Dein Herrchen würde ich schon nicht vermissen. Ich rede schon gar nicht mehr mit denen, die so weiße Schrift haben, weil die haben nichts für einen. Man kann zwar mit denen reden, aber da passiert nichts. So, da ist noch der Prinz und irgendein Tier neben ihm. Right. Ja, unser Einsatz hier war definitiv von Nutzen für die. Ich darf endlich einen Huhn mitnehmen. Da wurde übrigens letztes Mal, als ich das eine Huhn nicht mitnehmen durfte, ein richtig guter Witz in die Kommentare geschrieben. Yes. Hier, ein Ziegen und so weiter darf ich mitnehmen, die sind unwichtig, aber das Huhn ist heilig. Das darf man nicht anfassen. Das haben wir von Zelda gelernt. So, wir wollen direkt ins Somnium, ne? Die Waffen, die teile ich jetzt noch richtig zu, wie zum Beispiel den Panzerbrecher und den Rittertod. Das mache ich jetzt hier nach der Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem heutigen Video. Nächstes Mal geht es dann mit der Hauptquest weiter. Und ja. Ich würde dann sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!